Biotechnologie ist eine Schlüsselinnovation. Sie durchdringt ganz unterschiedliche Industriebranchen, aber auch ganz unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Und wenn man mal Schlüsselinnovationen betrachtet, dann ist das durchaus vergleichbar mit Fragestellungen der frühen Industrialisierung, als tatsächlich die Dampfmaschine erfunden wurde, als die Eisenbahnen ins Feld fuhren. Das mag man jetzt vielleicht belächeln, aber ich glaube, das Potenzial steckt tatsächlich in der weißen Biotechnologie drin. Obwohl der forschende Mensch solche Phänomene schon lange beobachten konnte, fehlte ihm das wissenschaftliche Rüstzeug, um sie zu verstehen. Denn die zugrunde liegenden Wirkungsmechanismen spielen sich in Größenordnungen von einigen Nanometern ab. Erst das Aufkommen der Molekularbiologie erlaubt es uns, diesen Bioverfahren auf den Grund zu gehen. Mithilfe der Genetik ist das Verständnis der Wirkungsmechanismen von Enzymen deutlich gestiegen. Und mehr noch. Dieses Wissen erlaubt es uns, Mikroorganismen nicht nur gezielt zu kultivieren, sondern sie auch gezielt zu konstruieren, mit unterschiedlich rekombiniertem Erbgut. Zweck der genetischen Manipulation? Vorhandene spezifische Fähigkeiten spezieller Mikroorganismen gezielt weiter zu optimieren.